So, das ist dann jetzt mit meinem Handy die Anleitung für dieses hier, fürs Rentier. Und ja, den Rest, der ist eben dazu gemacht. Ich mache jetzt nur die Anleitung für das Rentier selbst. Ne? Es geht eigentlich ganz schnell. Und diesmal habe ich die Teile schon alle vorgestanzt. Gebraucht habe ich dafür die Tortenstanze für die Kreise, also für die Augen. Dann, wie soll es auch anders sein, unsere Eulenstanze für die Körper und für die Augen. Ja. Dann habe ich diese kleine Stanze gebraucht für die Nase. Das ist Geweih. Ein Zweig. Und das war es eigentlich auch schon. Was wir zusätzlich dazu brauchen, sind so Abstandsklebepads. Und zwar nehme ich hier die vom Action. Und dann schneide ich das hier erstmal zurecht schön. Und zwar müssen die Füße ab. So. Ja, in den letzten beiden Videos ist die Eule ziemlich fußlos unterwegs, würde ich sagen. So, der andere auch. Und zack. Und ja, dann machen wir mal als erstes die Nase. Und zwar versehen wir die mit so einem Pad. Ist klar. Also die Nase. Werden wir so ein Pad draufkleben. Geht ganz flux. Wer das nicht so hoch mag, der kann natürlich auch die von Teddy nehmen, niedrigere nehmen oder gar keine nehmen, je nachdem, wie man es gerne hat. Man muss es nicht, man kann. So, und dann die Nase schön aufkleben. So eher im unteren Bereich. So. Und der kriegt auch noch eine Nase. So. Und dann brauchen wir wieder die Klebeflasche. Flüssigkleber oder halt, man kann es auch mit Bändern kleben. So wie man es eben möchte. Die Pünktchen dann dahin, wo man die Augen gerne hin hätte. So. Ups. Dann natürlich die Augen. Aha, so. Will da nicht kleben bleiben. So. Andere Auge auch noch. Und die Augen kann man natürlich auch so hin, wie man möchte. Näher zusammen, weiter auseinander, näher unter die Nase. Das ist halt so, zum Glück, wie man es gerne hätte. Und ich nehme ja dann immer für diese Pillen ein bisschen Kleber auf meine Zahnstocherspitze oder meine Schaschlikspitze, wenn mal das rauskommen würde. Und mach mir da hier so kleine Punkte hin, wo ich nachher einen schwarzen Kreis hin haben möchte. So, jetzt kommen die Kreise.
Und wie immer kann man damit wunderbar Gesichtsausdrücke zaubern. Sag mal, der klebt aber wirklich arg, das Stäbchen jetzt. So. Sehr schön. So haben wir das. Und dann Flüssigkleber. Das Rentier umdrehen. Und hier zwei Punkte hinmachen. Am besten bei mehreren direkt. Da muss man nicht jedes Mal mit der Flasche kämpfen. Also ich zumindest nicht. So. Und dann wird das Geweih aufgesetzt. Und zwar so rum, dass der Ast nach außen ist. Die Biegung nach außen. So sieht das dann aus. Und von vorne so. Jetzt kann man... Muss nicht leise sein. Und jetzt kann man das mit dem Geweih so variieren, wie man das haben möchte. Man kann das Geweih auch was tiefer kleben. Dann sieht das dann so aus. Ein bisschen mehr hinter das Öhrchen versteckt. So. So, klatsch. Unten liegt es. Aber jetzt so. Oder man macht es enger aneinander, dann überkreuzt es sich mehr und das mag ich persönlich dann nicht so, aber zeigen kann man es ja mal. So. Dann bewaffne ich mich mal wieder mit einem weißen Stift. Und dann bekommt das gute Tier einen Gesichtsausdruck. Und die Nase wird gemalt. Die Augen. So, das macht man dann bei allen anderen auch, die man sich fertig gemacht hat. Man kann auch Ausdrücke des Gesichts verändern, je nachdem, wie man die Kreise setzt oder was man als Nase macht. So. Und dann mache ich den mal hier die Träne. Augenpünktchen. So, dann haben wir die Rentiere fertig. So eine große Zauberei ist das gar nicht. Ich halte die mal ein bisschen höher. Kann man das schön sehen. Man kann natürlich auch statt die Augen einfach Kulleraugen kleben. Das geht auch. Hier diese Wackelaugen. So, das waren dann die Rentiere. Bis später.